Hallo liebe Bastelfreunde, ich habe hier ein Wachsornament in der Hand und solche oder ähnliche Wachsornamente könnt ihr euch jetzt selber herstellen mit dem neuen Wachsdesign Pen. Das geht ähnlich leicht wie damals die Window Color Technik und wie es funktioniert und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Für diese neue Technik zur Herstellung solch schöner Wachsornamente haben wir natürlich ein neues Ideenheft entwickelt. In diesem Ideenheft ist das Motiv der Eule auch enthalten, aber leicht und sicher gestalten mit dem Wachsdesign Pen natürlich hier eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie ganz viele Musterbeispiele und natürlich Motive, die ihr dann nacharbeiten könnt. Und das Motiv, das legt ihr anschließend dann in eine Klarsichthülle hinein, denn das ist praktisch unsere Arbeitsunterlage. Für die Konturen empfehle ich Hochglanz-Rundstreifen. Die haben wir hier in Gold gewählt bei unserer Eule. Und zum Ausfüllen des Ornaments, da biete ich euch eine reichhaltige Farbauswahl. Zum Aufkleben am Schluss und zur besseren Haftbarkeit nehmen wir Wachsfix dazu. Und wenn ihr eine solche Kerze gestalten wollt, braucht ihr natürlich auch eine Rohkerze und diverse andere Materialien zum Weiterverzieren. Generell ist jede Farbe, jeder Wachsdesign-Pen gleichzeitig Ausfüllfarbe oder Kontur. Ihr könnt wählen, ob ihr jetzt eine braune Kontur setzen wollt, eine goldene, eine schwarze bei der Eule. Oder, ich habe noch was anderes Tolles im Angebot, oder wir nehmen die Hochglanz-Rundstreifen, ziehen hier einen Streifen ab und legen zunächst erstmal auf unserer Klarsichtfolie, hier steckt das Motiv drin, obendrauf die Konturen nach. Also einfach andrücken, das haftet wunderbar auf der Klarsichtfolie. Und hier erstmal rundherum um die Augen und dann anschließend den ganzen Körper bearbeiten. So, jetzt sind wir hier zum Beispiel bei dem Schnabel angelangt. Und da gehen wir einfach mit dem Fingernagel rein, zack, lösen und trennen so den Streifen ab. Und setzen jetzt hier zum Beispiel an der anderen Seite an. So, jetzt sind wir hier wieder angelangt. Einmal mit dem Fingernagel reingehen, abtrennen. Und wir können im Nachhinein immer noch alles so ein bisschen so rund biegen, damit das eine schöne Rundung hier links und rechts gibt. Und so fahrt ihr fort, bis ihr dann die ganze Eule hier mit der Kontur nachgelegt habt. So, hier habe ich schon angefangen, jetzt die Eule mit dem Wachsdesign-Pen auszufüllen. Und zwar einfach direkt aus der Tube trage ich die Flüssigkeit auf. Einfach drücken und darauf achten, dass sich die Flüssigkeit auf jeden Fall mit der Außenkontur verbindet. Es dürfen keine Luftlöcher bleiben. Wenn ihr das nicht direkt mit der Tube machen wollt, für so etwas schmalere Stellen, dann nehmt ihr einfach eine Prickelnadel und schiebt die Flüssigkeit an die Kontur ran, damit die sich auch wirklich zusammen verbindet. Machen wir mal mit dem Bauch weiter. Einfach die Flüssigkeit hier auftragen, nah an die Kontur rangehen. Also die Farbe läuft nicht von alleine an die Kontur. Wir gehen mit der Spitze der Tube an die Kontur ran, in die Nähe und nehmen dann als Hilfsgerät eine Nadel oder eine Prickelnadel und schieben die Farbe an die Kontur ran. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Ihr seht, dass ich die Farbe ziemlich dick aufgetragen habe. Die muss auch so sein, damit später nach dem Trocknen das Motiv nicht reißt, wenn ich es von der Folie nehme. Wie gehen wir weiter vor?
Wir füllen jetzt komplett das ganze Motiv mit Farbe aus und lassen es 12 Stunden trocknen. Dann haben wir dieses Ergebnis. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Nach dem Trocknungsprozess von 12 Stunden legt ihr komplett das ganze Motiv mit der Klarsichthülle nochmal für eine Stunde in den Kühlschrank. Und dann können wir anschließend, Wachs muss kalt sein, darf nicht heiß sein, trocknet nicht in der Sonne, sondern bei der Kälte. Anschließend können wir ganz leicht, wie wir es von der Window Color kennen, das Motiv von der Folie ablösen und können es jetzt an die Kerze geben. Allerdings haftet das Motiv noch viel besser, wenn wir zuvor etwas Wachsfix auftragen. Mit dem neuen Wachsfix haften die Ornamente wunderbar. Ihr gebt einfach so ein Tröpfchen drauf und braucht wirklich nicht viel. Das reicht. Und verteilt den Kleber mit einem Flachpinsel über die ganze Eule. Ganz dünn auftragen. Das Ganze jetzt ungefähr 10 Minuten so liegen lassen, antrocknen lassen. Dann geht auch alles Weiße weg und wird transparent. Und dann können wir das Ornament aufkleben. So, der Kleber ist jetzt getrocknet und klebt fantastisch. Jetzt einfach das Ornament auf einer vorbereiteten Kerze platzieren. Erstmal nur so ganz leicht hinlegen und schauen, wie wollen wir es andrücken. Und wenn ihr euch sicher seid, ja, so liegt sie fantastisch, dann von oben fest draufdrücken. Und dann ist sie jetzt anschließend auch nicht mehr abnehmbar. Und jetzt könnt ihr natürlich auch noch mit zum Beispiel Wachsornamenten so ein bisschen weiter dekorieren und die Kerze noch weiter verzieren. Ist das nicht toll? Jetzt könnt ihr euch mit dem neuen Wachsdesign-Pen jedes Wachsornament herstellen, welches ihr herstellen wollt. In unserem Ideenheft sind schon 90 Vorlagen und hier seht ihr auch einige Beispiele, wie die Vorlagen dann in Kombination mit anderen Wachsornamenten auf der Kerze gestaltet werden können. Und diese ganzen Kerzen haben wir natürlich in unserer Fotoshow als kleines Bonbon für euch bereitgestellt, dass ihr jederzeit auf Stopp drücken könnt und könnt euch das genau angucken. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!